Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wieder ein aktuelles Thema, es geht um Jod. So viele Menschen kommen zu uns und möchten Jod, dieses hochdosierte Jod, bei uns kaufen und wollen sich dazu beraten lassen. Sie haben Angst, das kann ich verstehen. Und ich will euch hier mal erklären, dass diese Jodtabletten oder wie diese Jodtabletten denn funktionieren, was der Sinn dahinter ist. Und warum es gar nicht so gut ist, die jetzt einfach so mal prophylaktisch einzunehmen. Der Sinn dahinter ist, eine Hochdosierung von Jod zu sich zu nehmen, um die Schilddrüse vor radioaktivem Jod zu schützen. Denn damit ist sie gefüllt und gesättigt und kann kein Jod mehr aufnehmen. Denn der Schilddrüse ist letztendlich egal, woher sie ihr Jod bekommt. Und wenn das radioaktive Jod gerade da ist, dann wird es mit eingelagert und das ist natürlich nicht gut, aber es ist nicht für alle nicht gut oder schlecht. Da muss man auch unterscheiden. Also, es handelt sich hier nicht um Jodid-Tabletten, die man so frei verkäuflich in der Apotheke bekommt, 100 Mikrogramm oder 200 Mikrogramm, sondern es ist im Milligramm-Bereich. Und da seht ihr schon, Leute mit Schilddrüsenproblemen, die Schilddrüsenhormone einnehmen müssen. Das sind auch Tabletten im Mikrogrammbereich und damit kann man schon ganz, ganz viel erreichen und diese hochdosierten Jodtabletten sind aber im Milligrammbereich. Das heißt, es ist mit Vorsicht zu genießen, man darf es nicht einfach so einnehmen, auch wenn sie nicht verschreibungspflichtig sind, leider. Und man muss sich gut beraten lassen und das macht ihr am besten in der Apotheke. Dazu kommt noch, dass Jod eine sehr, sehr niedrige Halbwertszeit hat. Das bedeutet, wenn ihr Jod einnehmt, dann ist nach 8 Tagen nur noch die Hälfte des Jods da. Dann nochmal 8 Tage, wieder die Hälfte. Und so geht es, zack, zack, zack. Und irgendwann habt ihr gar keinen Jod mehr drin oder ganz, ganz geringe Dosen. Also hilft es nichts, jetzt Jod einzunehmen und ein Reaktorunfall wäre in einem Monat. Deswegen ist es nicht zu raten, prophylaktisch eine Jodtablette von dieser Menge an Jod einzunehmen, sondern darauf zu warten und darauf zu vertrauen, dass die Regierung und die Zentralen, die sich darum kümmern, wissen, wann sie der Bevölkerung dieses Jod geben. Denn es ist nämlich so, dass Deutschland und auch Österreich und auch die Schweiz auf jeden Fall genügend von diesen Tabletten gelagert haben in Zentren und die über die Apotheken ausgegeben werden können. Und in der Schweiz sitzt eine Organisation, die den Startschuss gibt. Die also sagt, jetzt ist es notwendig, Jod zu nehmen und jetzt geben wir allen Bescheid, dass sie das Jod bekommen. Und nur die ganz Kleinen von uns, also Babys, Säuglinge und Kinder, haben ein erhöhtes Risiko, dann zu reagieren und an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Junge Erwachsene haben schon ein sehr, sehr viel geringeres Risiko und ab 40 Jahren haben die Menschen kaum mehr ein Risiko, daran zu erkranken und das ist eher kontraproduktiv, die Tabletten zu nehmen, denn die Nebenwirkungen sind deutlich höher. Also Nutzen-Risiko-Abwägung, immer wichtig, das zu tun. Deswegen kommt zu uns in die Apotheke, lasst euch von uns beraten und wir versuchen euch die Ängste zu nehmen und euch zu erklären, wie das wirklich funktioniert und dass es nicht immer günstig ist, im Vorfeld etwas einzunehmen. Wenn du noch Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu beantworten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!